Gude. Einmal Gude? Sag mal, kennst du das Gedicht von Erich Fries? Die zwar unzertrennliche? Ja, das kenn ich. Wolle mir das mal abwechselnd vortragen? Okay, und du fängst an. In Frankfurt an erschendem Tag im Advent vom Römer ein traumhaft Schillichter mehr brennt und zwischen Verkaufsbutscher schiebe in Masse die Menschen, um sich verzaubern zu lassen. Sie kommen mit Kind und Kegel gelaufen zum Staunen, zum Essen, zum Trinken, zum Kaufen. Dem Chor der Posaune mit Andacht zu lauschen und sich an der Fachwerkfassade zu berauschen. Erst wenn die letzte Bratwurst verschwunden vom Grill, dann wird's auf dem Weihnachtsmarkt rundherum still. Die Lichter gehen aus, alle Bude sind zu, es scheint so, als sei bis zum anderen Tag Ruh. Doch ohne der Plan sind harmlich bei Nacht zwei Quetschefigürchen zum Leben erwacht. Obwohl ihr Herze bestehen nur aus Kern, ihr Köpf nur aus Walnuss, sie habe sich gern. Sie mach sein Zylinder, sei leider am Arm, und er ihr und Gobduch, des trägt sie mit Scham. Verliebt sind die beide zusammengerickt und habe sich in ihr Korinde geblickt. Ach Liebste, so haucht sie, was mach ich mir Sorge, womöglich da trennt uns ein Käufer schon Mäue, dann kimmst du nach Bernem und ich komm nach Nied, wenn nicht zuvor ein klar Wunder geschieht. Sie sinkt an sei Brust hin und fängt a zu flenne, und er zieht sie an sich, kein Mensch kann uns trenne. Da hat er zum Trost ihr ins Öhrche gesagt, die Lieb hat schon mancherlei möglich gemacht. Da, plötzlich beginne sich Dreh zu verrenke, da beide Figuren ihr Erdnussgelenke, die haben sich fest umeinander gewunden, sind völlig untrennbar miteinander verbunden. Und als der Händler noch müd und verdrosse am anderen Morgen seinen Stand aufgeschlosse, da hat er gestaunt und hat Ache gemacht und sich fürs Perge einen Preis ausgedacht. Wer jetzt von euch mahnt, das wäre nur ein Märchen und Quetschefigürche, die gäb's nicht als Perge. Der soll heute ganz schnell auf den Weihnachtsmarkt gehen, bevor sie verkauft sind und nimmer da stehen. Haben wir das nicht gut gemacht? Ja, sowas können wir, Frankfurter. Und jetzt gehen wir mal nachschauen, ob die da noch stehe. Ja, das machen wir.